Ich würde gerne noch weitere Konvois bilden, nur so, ne? Privilegien. Nicht mehr ein Konvoi mehr. Oh Gott, okay. Mist. Ich kann dann genau diesen einen Konvoi mehr bilden. Kacke. Na gut. Die haben immer noch nicht genug Kleidung mehr produziert. Das heißt, den Auftrag kriege ich auch nicht mal hin, weil der zweite, der es produziert, ist Genua. Wir können ja mal ganz kurz auf Pause gehen. Und mal Routenplanung machen. Da sehen wir es ja in der Übersicht. Wer denn hier alles überhaupt Kleidung produziert? Und wie wir sehen, Konstantinopel produziert Kleidung. Nice, okay, das heißt, da würde ich es ganz gerne dann kaufen. Nicht mal Pisa produziert Kleidung. Die einzigen, die Kleidung produzieren, sind Rom und Konstantinopel. Alles klar. Das ist krass. Wie lange dauert noch der andere Auftrag? Kleidung bis 25. März. Das ist auch echt nicht mehr lange. Ich würde ganz gern mal in ihre Warenliste gucken, ob sich's lohnt. 43. Haben sie. Das müsste reichen. Wenn ich sie komplett... Wenn ich es komplett abkaufe, dann reicht das. Okay. Dann verkaufen wir mal kurz in Rom. Oh, da haben wir Steine. Würde ich schon mal aus Übersicht mitnehmen. So, das kann ich jetzt denen ja auch alles andrehen. Hier, guck mal, da, zack, nimm. Und dann nehme ich noch ein bisschen Metall mit. Und jetzt fahre ich direkt nach Konstantinopel. Weil die Reisen sind eh schon lang genug. 4,2 Tage und dahin zurück werden auch bestimmt nochmal 4 Tage werden. Kuroni, mein guter alter Kumpel. Hier, Gewürze. Glas. Werkzeug. Steine. Fleisch. Hanf. Salz. Ups. Egal. Und noch ein paar Töpfer ran. Ah, jetzt ist Kandia in Blau. Genau. So, ja, dann weiter nach Antiocha. Und noch ein bisschen was verkaufen. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen was. Baumaterialien fehlen. Ein Spital habe ich, aber es hat nicht gereicht. Und die Kirche muss ich dann auch unbedingt erhöhen. Aber dafür fehlen ja aktuell noch die Rohstoffe. Hier ein bisschen Stein und vor allem Werkzeug. Stein habe ich natürlich gerade verkauft. Ich Genie. Produziert den Athenstein. Oh nein. Er produziert hier Stein. Thessaloniki. Gut. Dann nach Thessaloniki. Go. Go, go, go. Ah, Mist. Jetzt muss ich ernsthaft noch eine Stufe aufsteigen. 600. Es gibt was Neues in Koroni. Was ist los? Sag jetzt nicht Wohnraum knapp. Es ist auch schon im Ausbau, Leute. Ja, da, hier. Dauer. 4 Tage. Habe ich die Saline schon echt zweimal ausgebaut? Tatsächlich. Betriebe in der Stadt 6 plus 1. Was hast du nun davon? Was? In Venedig wird Graf Dadada vorgeworfen, unerlaubte Waren eingeführt zu haben. Daher wird die Hafennutzung für wenige Wochen untersagt. Bin ich das? Graf Di Giacomo da Nani? Bin ich das? Weil die ganze Zeit es mir vorgeworfen wird, das hast du nun davon? Chronik, Logbuch. Tatsächlich, Giacomo Danani. Das bin ich.
Ein Skandal! Einfahrt verboten. Hallo? Wieso wird mir das vorgeworfen? Den Typen will ich sehen, der mir das vorwirft, ey. Dann komme ich aber mit Kollege vorbei hier. Und der wird das dann regeln. Werkzeuge kann ich leider keine kaufen. Das ist schade. Das könnt ihr aber haben. Das habe ich. Das könnt ihr haben. Das, nein, das ganz sicher nicht. Das hätte ich dafür noch ganz gerne. Und noch ein bisschen mehr Stein. Okay. Weiter nach Antiocha. Ist denn das andere Schiffchen auch gerade unterwegs? Nein, das ist nach Konstantinopel unterwegs. Okay, dann mal ein bisschen vorspulen hier. Es gibt was Neues in Antiocha. Was ist denn los? Arbeiter fehlen. Jetzt wird's aber langsam... Alter Schwede. Antiocha. In Antiocha ist gerade Ausnahmezustand. Oha. Eine Seuche wütet. Es gibt niedrigen Wohlstand. Es fehlen Baumaterialien. Und 6 Arbeiter fehlen aufgrund der Seuche. Auftrag fehlgeschlagen. Ja, woher soll ich denn so viel Tücher herbekommen? Das ist ein Skandal. So, dafür kaufe ich sofort einen bei euch wieder. Wie viel brauche ich noch? 29 Kleidung. Ja, damit muss ich mir nämlich hier unbeliebt machen, um die 29 zu bekommen. Ist mir wurscht, das war es mir wert. So, die Steine brauche ich selber, sorry. Dann kriegt es aber dafür Metall. Sonst irgendwas, was ihr noch produziert? Seide, das ist ganz hübsch. Salz ist ganz hübsch. Und Seile eigentlich auch, ne? Finde ich super. Und jetzt ganz schnell nach Durazzo. Damit ich zumindest diesen Auftrag nicht verkacke. 3,3 Tage. Sieht gut aus. Die Seuche ist vorbei. Ja. Steine. Werkzeug. Los, hier. Da ist Salz, damit ihr weiter produzieren könnt. Dann nehme ich euch noch ein bisschen Gewürz ab, damit ihr auch ein bisschen Geld habt. Und Holz produziert ihr selbst. Warum versuche ich da Holz hinzubringen? Okay. Das war's. Weiter nach Famagusta. Antiocha. Kollege. Mensch. Jetzt muss ich natürlich auch noch... Ich habe eine Schule, ne? Die Baumaterialien fehlen. Ich brauche irgendwo hier eine Menge Stein. Ich muss nochmal kurz in die Übersicht gucken. Hier produziert ja keiner in der Gegend Stein. Nein, gar nichts. Bitte mal kurz auf Pause. Thessaloniki habe ich gerade Steine gekauft. Durazzo habe ich Steine gekauft. Ragusa habe ich Steine gekauft. Sonst, es gibt tatsächlich erstaunlich wenige, die Steine verkaufen. Also Ziegel, Entschuldigung, ich sage immer Steine. Das sind aber Ziegel. Der hier oben wird noch machen, aber sonst? Rom macht's noch, okay. In Rom könnte ich mal hinfahren. Das würde gehen. Okay. Moment. Achso, okay, die Handelsroute habe ich inzwischen angepasst, glaube ich. So, Antiocha, Antiocha, Antiocha. Oh. Die da Gama? Ach, die steht aktuell hier. Okay. Auch hier werden gerade zuhauf Gebäude gebaut. Okay. Kriegt's Holz. Ich krieg dafür ein bisschen Getreide. Ihr kriegt Baumwolle. Hier gibt's noch mehr Gewürze. Und ich krieg Seile. Und, na gut, Tücher reichen nicht mehr. Was wird denn hier alles gebaut gerade? Hab schon gar nicht mehr alles auf dem Schirm. Ach ja, die Kirche. Perfekt. Und das erste Spital. Sogar 2 Spitals werden gebaut. Sehr gut.
Quälerei, Früchtehof. Den Früchtehof könnten wir dann entsprechend auch mal ausbauen. Hanf bräuchten die für die Seile. Ja, dann produzieren wir noch ein bisschen mehr Früchte. Ja gut, wenn wir die Steine dafür hätten. Ich krieg die Steine dafür nicht hin. Dann muss ich mal nach Ragusa und mal ein bisschen die Zieglerei hier anstoßen. Funktioniert ja so nicht hier. So, komm. Und dann entsprechend auch gleich zwei Wohnhäuser hier bauen. Damit da gleich wieder hier Ausgewogenheit herrscht. Weiter nach Akon. Und der andere fährt gerade die Kleidung weg. Sehr gut. Hier, hallo, guten Tag. Du hast einen neuen Punkt bekommen. Das ist schön. Dann wirst du Schiffsreparateur. Einfahrt verboten. Krass, aus meiner eigenen Stadt vertrieben zu werden. Naja, naja. Okay. Gewürze kann ich denen schlecht andrehen, wenn sie es selber produzieren. Dafür kann ich denen aber ein paar andere schöne Sachen andrehen. Und unter anderem auch das hier. Das wird meine Route wieder ineffizienter machen, weil eigentlich mache ich ja hier... Ja. Wie auch immer. Okay. Steine. Steine waren ja hier, ne? Da oben in Ragusa. Ja, 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 ja. Na gut. Ja, die Zieglerei muss ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen anstoßen. Habe ich aber schon gemacht. Deswegen heißt es jetzt einfach mal wieder warten. Inzwischen sollte auch hier in Venedig ja mein drittes Schiff fertig sein, genau. Das ist sehr gut. Das heißt, ich würde ganz gerne... Kann ich das denn überhaupt, wenn ich gerade verbannt bin? Kommt ihr zum Gebet? Padre nostro, che sei nei cieli. Ich bete mal ein bisschen. Santificato sia il nome tuo. Venga il regno tuo. Sia fatta la volontà tua, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ja, ist gut. Wir haben genug gehört. Die Kathedrale, Hafen, Österei. Verkaufen. Prinzipiell. Würde ich hier ganz gerne daraus einen Konvoi machen. Aber dafür muss ich zum Fürsten aufsteigen. Und das habe ich aktuell nicht. Der Onkel ist sogar für mich ein Auftrag. Hat sich etwa jemand unsittlich verhalten? Doch, nö, geht schon. Stadtinfo, das passt alles. Verdammt, wo war das gleich nochmal? Ich weiß, wenn ich da drin bin, wie ich es dann mache, aber ich komme ja aktuell nicht rein, deswegen kann man das denn überhaupt so machen? Wollt ihr euch ausruhen? Es gibt nämlich nichts zu tun. Okay, Senat. Muss ich noch ein bisschen so gucken. Naja, da muss ich warten, bis ich da wieder reinkomme, ne? Wie lange ist denn das noch der Fall? Berater, Einfahrt verboten. Wie lange eigentlich? Ich muss ja dann ein paar andere Schiffe vorerst mal, glaube ich, dann doch weglegen. Oh ja, die Renegat ist angekommen. Ja! Ja! Ich habe den Auftrag abgeschlossen. Oh, ein gutes Gefühl. Endlich wieder einen Auftrag abgeschlossen zu haben. Komm, kam in letzter Zeit nicht allzu häufig vor. Steine! Brauch Steine!